Willkommen zu einer weiteren Abendepisode im Scarlet Nexus Universum. Und wir machen jetzt weiter. Kommt schön rein. Viel Spaß. Und los geht's. Ja, wir sind das letzte Mal stehen geblieben in unseren verrückten Welten. Und wir sammeln das jetzt noch hier ein. Ja, gehen jetzt einfach mal weiter. Was hier noch so kommt. Ja, sieht sehr groß aus. Da wird wieder was Großes kommen. Ich bin gespannt. Hahaha. So, erstmal was trinken. Hey Agnes, ich grüße dich. Hallo, wie geht's? Danke dir für die Bewirtung. Oh Gott, der Zwilling ist aufgetaucht. Moment, der muss schnell weg. Das habe ich nicht erlaubt. Oh mein Gott. Ja, ja. Ich mag das nicht live zu machen. So. Müsste passen. Irgendwas stimmt mit Joki nicht, ja. Ja, schön. Tada. So, wir machen ein bisschen weiter. Na, wie war die Physio? Es waren sogar Drillinge, ja. Oh, okay. Oha. Wieder sehr farbenfroh. Ah, da kommen sie schon wieder. Unsere Freunde. Und ich habe jetzt die volle Energieleiste. Das ist echt gut. Jetzt wird schön gedreht hier. Zack. Komm zu mir. Und nochmal, finito. Hast Aua, dann leicht kribbelig. Ah, okay. Hast du gut überstanden. Schön. Und schon ist es... Oh, wow. Was war denn das für eine Bewegung? Holy shit. Und tschüss. Haha. Ah, das kann ich jetzt schon besser. Ich brauche im Moment DS. Oh! Wieder aufgestanden. Das ist nicht in Ordnung. Wow, wer blitzt hier rum? Ist noch einer. Dong. Jetzt haben wir es geschafft. Nein, haben wir nicht. Oh no. Nicht diese Wassergegner. Die sind so scheiße. Ach, den kann ich ja nur so, ja. Momentan das Doppelte bis Dreifache an Zeit von dem, was ich sonst für Strecken an Zeit brauche. Ach so, okay. Oi, wieso denn das? Ach so, wegen jetzt hier. Ah. Okay, das Dreifache ist aber schon krass. So, bin unter Schmerzmittel. Da darf ich das. Also, okay. Dann wirkt das noch. Ey, lass den Wasserhahn zu. Wir müssen erstmal hier die 59er besiegen. Die Binary.
Ja, ja, damn it. Leute! Ja! Sag ich doch. Wow. Mal was trinken. Leute, haut zu. So schnell hat er sich erholt. Das ist aber nicht in Ordnung. Es gibt da so etwas, das nennt sich Tabletten, dass man die mit Wasser nehmen kann. Ach so. Kann man das machen? Habt ihr mal ins Eisfach gelegt? Nein, du sollst ihn nicht anpeilen. Also noch so ein Typ. Stück für Stück schnetzen wir uns hier durch. Ah, wenn wir in der Bewegung sind, wird der Modus so aktiviert, ohne dass wir hier... die Animation dazu bekommen. Geh weg! Blöden Wasserdinger! Geh weg, geh weg, geh weg! Zeit für Kronleuchter-Action. Wie, was? Es geht nicht? So ein blödes Ding. Oh. Na gut, ich muss sowieso ran. Damit wir wieder Energie bekommen. Und Teleport. Luca! Naja, ich nehme schon deine Power. So, ruckzuck erledigt. Ja, lass mal den Fokus hier drüben. Jetzt hier mal. Ey, wer ist denn das hier? Blitz. Wer war das? Zum Geier. Wie können die jetzt auch blitzen oder was? Der hier. Dong. Nicht gereicht. Gehen wir nochmal Teleport. Ah, direkt hin. Das ist gut. Mach das. Das hat gesessen. Und tschüss. Ja, das war echt nice. Ist schon nervig, weil du die nicht sehen kannst. Müssen wir mal was trinken? Trink den Schnaps. Immer steht was dazwischen. Ah, schön. Und nochmal hier. Zack. Jetzt mit dem Wasserhahn zudrehen. Für die, den Dürum geschnitten auf den Tisch legt. Vielen, vielen Dank. Mir ist kalt geworden. Was hast du noch so vertilgt heute? Was ist denn das? Bing. Ja, nochmal danke an die, die gefolgt sind im Hintergrund offline. Vielleicht könnt ihr es ja möglich machen, mal im Chat Hallo zu sagen, live. Wäre eine coole Sache.
Und ja, vielen, vielen Dank. Das ist immer ein Mysterium. Dankeschön. Ich lasse ja da nichts unerwähnt. Haha. Vorsicht. Lass mal wechseln hier. Wir haben noch Elektro. Vom Schienen, den wir alle so mögen. Das haben sie extra so gemacht. So ein richtiger A-Charakter. Der aber sehr coole Moves hat vom Blitz. Oh, 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 oh. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Ah, das hat aber schon gesessen. Ja, ja. Komm, geh doch mal kaputt hier. Na, endlich. Holy shit, hat das gedauert. Ist nur noch du dran, ne? Spuck Santa. Was gemacht? Gefolgt. Gefolgt, ja. Ping. Oder meinst du dich jetzt, was du noch gegessen hast, hatte ich noch gefragt. Oh, schön ausgewichen. Das muss die Schwachstelle sein. Ach, scheiße. Der Angriff ist extrem kurz. Wenn du nicht in die Gegner reinspringst, hast du gar keine Chance. Naja, wir taking it easy hier. Come on. Und jetzt ist Schluss. Also das sind mit die zähesten Gegner. Licht aus. Achso. Zeit wird verlangsamt, wenn du Schaden erleidest. So, Schienen haben wir hier. Kasana. Okay. Hier geht's lang. Es gab Gurkensalat, Stampfkartoffeln, eine halbe Boulette, Rührei und Eis zum Mittag. Uiuiuiui. Alles alle geworden. Schön. Mm. Rührei. Ah, wie machst du dein Rührei immer? Gibt es eine Erinnerung an Not? Ah, Not ist nicht so gut. Was? Nee, waren noch Stampfkartoffeln? Achso. Hm. Nee, ich meine das Rührei. Wie machst du das Rührei? Was machst du da rein? Jeder macht es ein bisschen anders. Ich? Ja, du. Mit Speck, Zwiebeln und vielleicht Gemüse. Aber nur vielleicht. Okay, ja. Stimmt, Speck und Zwiebeln. Oh, wir müssen nochmal in den Shop gehen. Speck, ja. Zwiebeln, hm. Das ist gut. Oh. So, können wir denn noch was verbessern? Haben wir denn wieder was bekommen? Oder 4 haben wir? Ja, wir können ja mal schauen. Bei 4. Das ist die Hirnkarte. 4. Haben wir was Gutes mit 4? Hier haben wir noch was mit 4. EP-Bonus. Erhältst du mehr EP? Hirnzerschmettern, Erweiterungschance. 333. Hier haben wir noch eine 4. Schnellobjekt. Das ist Quatsch. Weniger Schaden. Hm. Naja, lassen wir das nochmal stehen. So, ich möchte aber jetzt mal die Krone nochmal austauschen. Kasane. Anabi.
So, das. Und dann können wir noch... Ja, Gemma ist auch gut. Ja, ne, mit Schieden. So, mal wieder frisch getauscht. Das war wegen deiner Aussage, wegen was übrig war. Achso, okay, alles klar. Aber ich habe ja nicht selber gekocht, wie praktisch immer in der Tagesstätte. Achso, ja, Frisch serviert, ist auch gut. Hast du da schon was Neues entdeckt, weil dir ja das eine Teil Kaffee explodiert ist? Halt, Moment, ich muss noch speichern. Das müssen wir noch machen. Yay. Oh, jetzt bin ich gespannt. Heute vielleicht das Finale? Könnte sein, ja. Zeit sieht ganz gut aus. Karin, da ist er ja. Alice, oh. I failed again. Wie, der kann ihn nicht retten? Was, wieso freut er sich da? I'm tired of my own incompetence. I failed to save her. Alles klar. Again. This history is unnecessary. If Arahabaki was right, I can just start over from the beginning again. As many times as I need to. Echt, das geht? Use the red strings for Alice. Was, das war doch... What was that? It's like Karin's thoughts were inside my head. So him going back in time was to save Alice. What does he mean by as many times as he needs to? And he mentioned something about Arahabaki. Right. Even if he goes back to change the past, it doesn't necessarily mean Alice will be saved. The future is always uncertain. Once he determines he can't save her, he goes back to the past to change history all over again and repeats the process. Hm. So, he's going to keep jumping through time until Aunt Alice is saved? Wait. He time traveled after that, right? But Alice is still dead at this time. He went back to the past, but history hasn't changed. So he failed? I've never seen my brother like that before. Do you think he'll listen to us? Either way, he's our only lead. We have to get him to cooperate. Ja, die Frage ist natürlich, wo ist denn der jetzt? Können wir ihn... Können wir ihn schnappen? Okay. Ah, hier ist was Grünes. Wo wir nicht reinkommen. Oh, no, no, no. No, no, no. Was wollt ihr hier? Und wir sind im Antriebsmodus. Zack. Nice. Holy shit, wie viel kommen hier? Okay. Ja. Oh, na, komm, komm. Nice, ja. Also bei manchen merkt man schon die Schwachstellenmöglichkeiten. Hanabi und Shiden, die Techniken sind irgendwie ähnlich. Jetzt müssen wir mal wechseln auf Hellsicht. Das blöde Vieh hier. Ja, das gefällt dir nicht, was?
Nein, nicht umwechseln. Geh weg, lass es mit dem Regen. Wir haben schon genug Regen. Tschüss. Wow. Das nenne ich mal einen schnellen Dreh. Ach komm, ich hab gedrückt. Ach, unterbrich nicht immer meine Attacken. Und tschüss. Warte mal, was ist denn das? Kann ich das nehmen? Wo ist denn das andere? Ach so, das geht nicht, weil das Schutzschild da ist. Was ist los? Komm her. Nein, nicht unsichtbar machen. Tsugumi? Oh, direkt vor mir. Holy shit. Wow, okay. Feuer, alles klar. Das ist ein neuer Move, so nach vorne. Mach. Wunderschön. Wunderschön. Hier sind der Zwerg. Guten Abend, ich grüße dich. Willkommen zu einer weiteren Runde. Finde das Glühwürmchen. Na, sich schön entspannt. Dem langen Kilometermarsch? Ich hoffe doch. So. Aha, so parkt man heute. Ach so, na dann. Nö, was? Wer hat deine Ruhe unterbrochen? Wen muss ich verbannen? Wir müssen jetzt hier lang gehen. Wird gespeichert. Ach, das ist aber nett. Ah, an der Stelle waren wir schon mal. Jetzt geht's aber noch woanders lang. Oh. Hier ist jetzt also offen. Boah, drei von denen. Holy shit. No. Oh, die Kampfarenen werden immer enger. Holy shit. Ja, die sind aber auch stärker geworden. Okay, du hast schon Stufe 60? Natürlich. Mach Blitz. Wow, das hat aber abgezogen. Nice. Na, ich komme gar nicht dazu, alles aufzuladen. Wir kommen alle zur selben Zeit, oder? Ja. Boah. Ach komm. Lass mich doch ausweichen. Ja, wir knacken erst den hier. Ah, noch nicht. Komm, der war doch schon da. Ne, wo ist der andere? Ne, ne, das ist der hier. Der hier muss weg. Oh. Kurz zuvor, das kann doch nicht wahr sein. Bleib hier jetzt. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo er ist. Naja, du bist nicht. Du bist es hier. Und tschüss. Bin aber nur halb anwesend. Was? Wie kann das sein? Halbe Sachen machen wir hier nicht.
Hey Dr. Nemo, ich grüße dich. Hallo, willkommen zurück. Wie geht's? Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Donnerstagmorgen zusammen. Bist du gerade aufgestanden? Moin. Ach nee, ist ja Abend. Sorry. Mein Dachschaden. Alles klar, alles gut. Eieiei, was ist hier los? Oh, trink den Schnaps! Boah. Der Einkaufswagen, der hat sich aber weggedreht. Achso, Dr. Nemo, was mir einfällt, du hast ja den super krassen Game Pass für die Box, ne? Wenn ich ein Game jetzt mal voll hole, ich mache ja nicht mit dem Pass, ja, dann wirst du ja im Stream erfahren. Aber auch so könntest du ja dann, wenn so Koop oder irgendwie was Multiplayer-mäßig ist, kannst du natürlich auch mal mit reinspringen, weil du kannst ja auch antesten. Die sind ja dann nahezu alle im Pass mit drin. Aber da werden wir bestimmt schon mal was auf die Beine bringen, dass wir mal so einen Koop-Stream zusammen mitmachen. Wäre bestimmt mal eine coole Sache. Fiel mir gerade mal wieder ein. Ich sehe hier gar nicht mehr durch hier. Ja, wenn ich voll aufgeladen habe, dann gehst du zurück, was? Oh Gott. Was sind das für Gegner hier? Holy sh... Oh, weg, 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 weg. Ja, von allen Seiten. Ja, ist klar. Ah, ist klar. Der Einkaufswagen, nimm ihn! Nimm! Die Preise sind reduziert. Was macht er da? Jetzt, Hanabi! Oh, das hast du gut gemacht. Shit. Ah! Oh, was zum Geier! Jetzt ist Schluss. Stufe 57 und gleich im Antriebsmodus drin. Jetzt geht's los. Hey, ist... Oh, der ist neu dazugekommen. Das ist echt fies von euch. Okay, ich muss noch kurz was trinken. Oh, ist mein süßer kleiner Unglücksrabe. Was? So, Unglücksrabe. Was ist passiert? Oh, bin ich mit meinem Unglück also alleine? Ja, nicht alleine. Das Unglück hat sich wohl verteilt. Nein, Unglück, hau ab. Ja, bin so blöd, die Treppe runter zu laufen. Bin gefallen und habe mir 14... Ah! Was, echt? Ach du Scheiße, gute Besserung. Hast du jetzt irgendwie... Also so nachhallend im Kopf, kopfschmerzenmäßig? Aber warst du beim Arzt, oder? Oh Mann. Sag mir nicht, dass du mit Socken gelaufen bist. Und dann kannst du ganz schnell wegsegeln. Oder hast du bei der Treppe dann die Kante nicht erwischt? Oh Mann. Ah. Oh, na gut, dass du einen Dickschädel hast. Das ist nicht ganz so schlimm. Da hast du aber Schwung gehabt, was? Ja, wird schon wieder. Ja klar. Dabei sind Treppenstürze doch meine Spezialität. Ja, beim Laufen habe ich mir meinen Fuß verknackst. Oh, Bei mir ist vorletzte Nacht der Kaffee tief geflogen, ja. Aber richtig. Unter die Fliesen ist er geflogen. Das war ein Doppeldecker. Ja, war ja während der Therapie. Ah. Die Notaufnahme des K war gerade 20 Meter entfernt. Ach, okay, das war ja wieder praktisch. Oh Mann, ey. Du bist jetzt erstmal noch ein bisschen krank geschrieben, irgendwie.
Ja, ich hoffe, dass es zügig bei dir heilt. Mann, Mann, Mann. Ja, und das ist nicht ohne. Es sind nicht immer mal wieder umsonst. Gut, das trifft vielleicht jetzt nicht ganz so zu, aber sozusagen zu Hause ist auch am gefährlichsten. Ja. Ja, kleine Sache, dann große Wirkung. Oh Mann. Wenn du nicht höllisch aufpasst, ne? Also, Mann, Mann, Mann. Das ist echt nicht ohne. Oh Gott, was ist jetzt? Bam. Lukas, haut drauf. Nee, Luca heißt er. Schade, dass man die Farben nicht ändern kann. Das nervt mich ein bisschen. Wie viel sind das jetzt noch? 3 sind es noch. Schon wieder 3? Jetzt habe ich das total verschwendet. Boah, ist doch scheiße. Ach, der kann sich auch unsichtbar machen. Ach so. Jetzt, Luca. Komm schon. Bam. Komm schon. Wow. Okay, der war richtig knackig. Aber haben wir es doch gepackt? Cool. Ja, das war ordentlich. So in einem engen Raum. Oh, hier haben wir noch was Grünes. Das nehmen wir natürlich mit. Auch für Getränk. Oha. Ah, Satori. Gut. Schauen wir mal, ob wir ein paar Drinks holen können. Ich hatte nur einen 3 bis 4 Kilometer Marsch heute. Ja, immerhin. War ja oder bin es immer noch krank geschrieben? Ach so, okay. Hm, okay, immer noch, ja. Und Tablettenunverträglichkeit. Ach so, ja. Hm, ja, mit Tabletten ist auch immer eine Sache. Sehr froh, als ich vor ein paar Jahren in der Tageslinie war, musste ich sogar morgens mit Fieber hin. Oh, was? Nur weil ich wenigstens für eine kurze Zeit anwesend sein musste, damit das nicht abgebrochen wurde. Ah, okay. Hm, einen dann noch hinzwingen, so im Zustand. Hm, doch nicht so toll, was? Okay. So, wir speichern natürlich nochmal. Da oben ist auch noch wie eine Stadt. Hm, okay. Sagten die Karte. Okay, dann haben wir sozusagen noch 2 Gebiete. Nochmal speichern. Und dann sind wir wahrscheinlich direkt am Grab.
Ihr könnt euch nicht verstecken, wir können euch sehen. Stufe 60 jetzt schon, okay. Oh, das ist so cool mit dem Ausweichen und dann geht er in den Modus rein. Mega gut gemacht. Aber Feuer ist jetzt neu bei denen. Holy shit. Boah, und dann noch so ein... Okay, alles klar. Holy God. Na, war's das nicht so cool, was? Und dann immer mit Feuer gelöscht. Und Blitznagel. Blitzhagel. So rum. Wunderschön. Wunderschön. Tja. Nein, 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 so geht es nicht. Komm, komm, komm. Und tschüss. Ja, oh, natürlich. Die Krokodile sich gerade geteilt. Freak. Ach, verdammt, Mann. Weil du hier aufgetaucht bist, habe ich das abgelassen. Blödes Drecksvieh. Ach komm, ich bin doch ausgewichen. Schon wieder drei. Was ist denn das hier? Wo sind die anderen eigentlich? Sind die kaputt? Der Freak. Ah, da sind sie wieder. Jetzt, Hanabi. Snap. Das war wunderschön. Ja, wenn es so gezielt klappt. Bom. Na gut, so ein Papierkorb bringt nicht so viel. Ist das der hier? Ne, der hat eine volle Leistung mit dem hier. Ich kann gar nicht wechseln hier. Sei bloß still. Wow. Warte, hier. Danke fürs Leben retten. Warte. Hier, Schnaps für dich. Wasser. Mein Wasser. Schön, 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 schön. Wow, von jeder Seite wirst du beschossen. Krokodile, ey, die hauen immer wieder ab. Ey, Yuito, steh auf, verdammt. Was zum Geier? Was, Blitz und Wasser haben wir jetzt drin? Ja, der Abstand ist ganz entscheidend. Oh, das war direkt nochmal. Mhm. Zack. Sehr schön. Gut gemacht. Ja, ist manchmal so wie bei Vampiren. Wenn du die dann erwischt hast, puff, sind sie weg. Halten gar nichts aus. So, was war denn das wieder für ein Spiel? Was hatte ich mal kurz gesehen? Was haben sie schon wieder verschoben? Irgendwas war da wieder verschoben.
Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ach ja, Beyond Good and Evil 2. Haben sie wieder verschoben. Das ist so typisch. Ja, wir wollen es noch ein bisschen verbessern. Ein Feinschliff, damit ihr das beste Erlebnis habt. Ja, schon klar. Alles Quatsch. Oh, die Details, wie er die Klinge selber rumwirbelt. Sehr cool gemacht. Schön. Okay. Komm, schön drauf. Naja, es reicht noch nicht. Da haut er wieder ab hier. Oder? Ach, da kommt noch einer. Ach, noch zwei, natürlich. Macht den ganzen Raum voll. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Scheiße. Hat er dann eigentlich seine eigene Kraft nicht oder ist es nur ein Teil, das wir bekommen? Holy shit, wie viele Gegner sind das? Wow, wow, wow. Der Move ist so gut. Also denkst du, die trifft überhaupt nichts und dann haut sie den ganz kaputt. Wie Feinschliff, keine Corona-Schuld? Ne, Corona-Schuld haben sie nicht reingeschrieben. Dieses Geblabber, wenn ich das da lese, weiß ich schon genau, dass es nicht stimmt. Ach ja, und vor allen Dingen arbeiten sie natürlich schon wieder an einem ganz anderen neuen Titel. Ja. Ich meine, wenn sie sagen, gut, in dem Bereich sind wir fertig, die Leute brauchen wir nicht mehr, dann können sie das machen, ist okay. Aber wenn sie die dann davon abziehen, um in dem neuen Titel schon wieder zu arbeiten, dann brauchst du dich ja nicht wundern. Ist sie wieder da? Oh, was haben wir jetzt bekommen? Freundschaft. Seltener Erfolg, 9,8, 7%. Verbündete 5-mal wiederbelebt. Schön. Wir sind eben ein super Einzelspieler und ein super Teamspieler. Aber wo Corona? Wenn nichts drastisch schief geht, löse ich am Ende August endlich meinen Gutschein vom Geburtstag ein. Ja, mach das. Lass ihn nicht verfallen. Und lass uns dann alle ein. Nein, das ist nur für Eckris selber. Oh, hier ist noch jemand unsichtbar. Wow. Schnell, Schnaps! Schnaps! Oh. Damn! Oh wow, jetzt ist hier gar nichts mehr durch. Ach komm, ich hab doch geheilt hier. Komm, alles. Jetzt, Schieden. Okay, das muss ich sagen, macht das Spiel echt cool. Die Verbindung mit den Schwachpunkten. Und dann kannst du die Fähigkeit dazu nutzen, dass sie das erkennen. Finde ich mega gut. Boah, ich mach dich kaputt.
So, ich hoffe, nach dem hier ist Ruhe. Ist hier noch einer? Ne, das bist nur du, oder? Teleport. Oh Mann, bin ich schnell da. Ich liebe diesen Move. Es ist so gut. Ja, haut drauf. Ist schon Stufe 60. Ist nicht einfach. Jetzt ist aber Schluss hier. Okay. Müssen wir mal ganz kurz entspannen. Geht nicht, der ist nur für von denen ich ihn habe, ja. Solange es kein Debakel wie bei Cyberpunk, ja. Ich sage immer, wenn es zu lange dauert, wird es wahrscheinlich wieder was ganz anderes. Genau wie Vampire the Masquerade und noch irgendwas anderes dazu. Soll der auch schon ewig rauskommen. Es wurde ja schon verschoben vor Corona, dann natürlich Corona. Es wird garantiert wieder ganz, ganz anders. Schade, denn das Gameplay, was sie mal gezeigt haben, war mega gut. Aber da wird immer wieder viel reingeredet. Nee, mach das mal anders. Und dann wird's Mist. Es gab auch mal so ein Game, was war denn das? Auch so ein mystisches Game, weiß ich auch nicht mehr, was das war. Was war denn das? Da konnte man irgendwie auch so... Das ging, sag ich mal, von der Bewegung so in Richtung Dying Light. War das von Arcane Studios? Na, irgendwie sowas ähnliches war das. Und da hat jemand Gameplay-Trailer gezeigt. Ach, wie hieß denn das doch? Das war mit diesem außerirdischen Zeug. Das hatten die praktisch vom Original genommen. Und dann wurde das ein ganz anderes Spiel. Oh, wie hieß denn das mit diesem Raumschiff-Typen? Ich komme gar nicht mehr auf den Namen, das ist auch schon wieder ewig her, das Spiel. Space irgendwie was? Ja, da musste man eben immer gucken, da konnten sich diese Viecher in irgendwelche Gegenstände verwandeln, in so Kaffeetassen, in Stühle und... Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Das war schon ganz cool. War auch viel mit einsammeln. Hatte auch ein bisschen was von Bioshock. Ja, und das war eben vorher irgendwie anders. Ich glaube, das war das von dem dann. Und das Original war eben ganz cool gemacht. Und da warst du eigentlich vorher wie so ein Kopfgeldjäger mit so Jetpack. Und dann konntest du dich so ranschießen und die Leute einsammeln. Das, was man im Trailer gezeigt haben. Das war mega gut und dann ist das was ganz anderes geworden. Das ist es eben, wo die Gefahr immer besteht, wenn das so lange pausiert wird. Ja, ich glaube, Cyberpunk ist bis jetzt noch an der Spitze, was das Debakel betrifft. Mich und die und uns. Nee, sorry, Nimoy. Du böse Ellie. Hab doch Aua am Kopf. Hm. Und im Oktober gibt es wahrscheinlich schon wieder einen neuen. Ja, ihr habt ja meinen Titel gelesen. Nee, da gibt's die neue Switch. Die dann bei dir an der Tür steht. Im Oktober. Hm. Aber es gibt nur eine Variante davon, oder? Nein, so läuft das. So leicht läuft der nicht ab. Achso. Da muss man uns einen Strich durch die Rechnung machen und die Betreuung in der Tagesstätte streichen. Ah, das mal. Das wird nicht sein. Und ich habe im Oktober Geburtstag, Niemolein. Hm. Und im Oktober kommt die neue Switch. Predator, Space Invader. Ah, ich weiß nicht mehr genau. Ja, Predator wäre natürlich auch mal ein richtig cooles, wo man in der First Person gespielt hatte. Das war auch ein richtig gutes Game. Mit den verschiedenen Masken. Das war schon cool. Oder ein Alien Isolation 2. Würde mich auch drauf freuen.
Ah, oh, das war schon cool gemacht, die 1. Ja, aber die werde ich mit Sicherheit nicht bekommen. Ist bei weitem nicht im Budget. Hm. Vielleicht dann die alte. Schade. Anthem. Ja, Anthem ist ja nur vollkommen weg vom Fenster. Das war mir schon wieder so klar, weil das wieder so lange gedauert hat, ehe da wieder mal ein Zwischenstand kam. Ja, wir arbeiten dran, wir bauen das vollkommen um. Tja, macht er nicht. Und die letzte Meldung war dann, glaube ich, 3 Monate oder länger her und dann plötzlich, wir machen Anthem nicht mehr. Ist jetzt vorbei. Dann haben die sinnlos noch mal ein bisschen weiter dran gearbeitet und haben das dann gelassen. Das ist auch super. Die Weise. Ja. In diesen Live-Service-Dingern, das ist immer schwierig. Genau wie dieses neue Tom Clancy's-Ding. Ich brauche einfach mal ein neues Splinter Cell. Da machen die jetzt so einen Dreck. Die beiden, die das so vorgestellt haben von den Entwicklern, ich dachte, das ist ja nicht euer Ernst. Splinter Cell, Sam Fisher, das war was. Ja, da konntest du noch richtig planen mit deiner Ausrüstung, mit deinen Ressourcen. Das war mega gut und super spannend. Und nicht so ein Einheitsbrei. Scheiß. Aber das Game ist doch kostenlos. Ja, bis du an die unsichtbare bezahlte Wand stößt. Aber ich möchte doch die Farbe im Spiel haben. Ja, da musst du Geld locker machen. Ist so blöd. Können wir hier noch irgendwas drehen? Ist schon schade, was sie mit manchen Sachen machen. Muss man schon sagen. Aber wie gesagt, Anthem hatte ich auch gespielt und gestreamt. Ich fand es, wie gesagt, ganz cool, so Iron Man-mäßig durch die Kante, aber inhaltsmäßig, naja. War dann Schluss. Ich glaube, der letzte Wirbelsturm sozusagen war dann nochmal die letzte Neuerung mit drin. Ja, und dann war schon alles durch. Ja, das ist ja eben, wenn man mit High-End-Rechnern tolles Zeug vorstellt. Ja. Aber jetzt sind ja die Konsolen stark genug, dass sie sagen können, ja, so sieht es dann auch auf eure Konsole aus. Wir bescheißen euch nicht mehr, sieht wirklich dann so aus. Ah, okay, alles klar. Müsst ihr nur noch für Inhalt sorgen. Ich sage ja immer auf Gameplay warten. Gut, ich speichere nochmal. So. Potenzial hatte das Anthem, ja. Also wie gesagt, ich fand das ganz cool mit den Rüstungen, da rumfliegen, die Unterschiede. Das hat schon Bock gemacht, das war schon cool. Ja, wie gesagt, wenn das mit diesem Gegrinde so übertrieben wird, das ist dann nichts für mich. Millenniumshalle. Ab geht's. Ja, will auch ein neues Splinter Cell, ja. Also ich fand nicht alle gut. Also ich habe jetzt auch nicht alle gespielt, vielleicht 2 nicht. Conviction fand ich richtig gut, das war ein bisschen frei und dann, das war glaube ich das erste Spiel, wo es halt diese Einblendung gab, ja, wenn man so in so einem Bereich ging, stand zum Beispiel da Friedhof oder Museum, ja, das war ganz cool, das war neu in der Gaming-Welt und dann halt Blacklist, Splinter Cell Blacklist, das war ja das letzte, das war auch mega cool, war am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen, weil das war super komplex gemacht. Aber dann ging das nahtlos über. Und ja,
bis heutzutage, bis heute war still. Nix mit Neues mit Sam Fischer. Schade. Es war dann schon cool, die Sachen, die du dann bekommen hast, Nachtsichtmodus und andere Sichtmodi, die du freischalten konntest. Es war mega spannend. Ein Fehler und dann war es wieder vorbei. Dann hast du andere Strategien entwickelt. Dass du deine Ausrüstung besser nutzt, die Gespräche und die Ablenkungsmanöver. Das war richtig, richtig cool, ja. Also Splinter Cell. Top. Splinter Cell und Metal Gear Solid. Nicht alle. Das beste Metal Gear Solid ist für mich immer noch die 1 gewesen. Die 1 jetzt in der heutigen Generation nehme ich gern nochmal mit. Das war richtig taktische Spionage-Action. Super Story. So muss ein Adventure sein. Sehr cool. Naja. Sieht aus hier wie Pyramide. Sumaragi. Pfefferminz, Schokolade, futtert. So, so. Lass es schmecken. Pfefferminz ist immer gut. Heute bin ich richtig betempert. Weil ich mir gerade Forza Horizon. Forza, ja. 4 runterladen, um zu schauen, wie es ist, damit ich in Forza Horizon richtig einsteigen kann, falls es mir gefällt. Okay. Ich habe nur Forza Horizon 3 gespielt, das war's. Nur ich wunderte ich mich gerade, warum meine Box es nicht herunterlädt. Nach 10 Minuten habe ich mal bemerkt, dass ich Forza Horizon 5 in meine Bibliothek reingepackt hatte. Achso, du hast das geladen statt die 4. Okay. Ja, jetzt musst du die 5 nehmen. Nimoy, du willst keine Schokolade haben? Abhaben. Ja, die 1 ist das beste Metal Gear Solid Game. Ja, genau. Sehe ich auch so. Snake! Gray Fox. Wie hieß Gray Fox mit richtigen Namen? Das ist immer eine gute Rätselfrage. Aber Metal Gear Solid ist schon lange, lange her. Snake Plissken. Oh doch, Nervennahrung, ja. Schade, ich habe dir extra die Tomaten bereitgehalten. Ach, siehste, es gibt nur noch Tomatenschokolade. Nimm mal ein Stück Schokolade. Deine Packung Tomaten reicht. Ja, und den fünften Teil kannst du noch nicht runterladen. Ach so. Aha. Ja, bei Forza Horizon, wenn du kannst ja mit vielen Unterstützungssystemen fahren, wenn du die alle weglässt und willst mal selber fahren, viel Spaß, das ist mega hart. Oha. Oh, hier regnet es schon wieder. Zum Geier. Das ist ein bisschen was von ISO-Technik. Oh, cool. Oh. What? Karin? Oh, okay. Karin ist schon da. Is that Karin? Or should we call him Yakumo? Ach stimmt, na eben, Yakumo. He was here. I guess he woke up from his cold sleep. Wait. Some kind of device is active here. Uh-oh. Whoa. Wer ist das? Das ist der echte? Oh, der hat die Duplikationsfähigkeit. Das ist ja der Urgroßvater jetzt, oder?
Ja. What? Giacomo? What's going on? Was? There are two Karins? Why are you here? What is going on? Yeah, that's what I would like to know. I tried to travel back 2,000 years ago, but was rejected. What? Explain to me why the time travel failed. I helped you back at Arahabaki's secure site. However, die Augen sind ein bisschen anders. Du. What are you talking about? Hand over all of the information. What? Did he just get absorbed? Looks like I was right to worry. That's what happens when you meet yourself. I haven't the slightest clue of what's going on. But does this mean Karin failed to travel to the past? What is this memory? So I do need his power after all. Now, what are you doing in this place? Er hat sich selbst absorbiert und braucht doch die Kraft. Er hat gedacht, das schafft er ohne die. Please help us. We heard what you were saying. When you traveled 2,000 years in the past, you created an entanglement. The Kunad Gate won't close as long as the entanglement still exists. So we need you to come with us so we can unravel. No. Oh, die haben sich entgegengestellt. Cool. Was haben die für eine Waffe gehabt? How tedious. I figured you'd resort to force. I guess even you couldn't maintain the red strings with your power. That's why you needed to copy it again. Don't bother resisting. I will obtain the red strings. Where did you even learn about the red strings? From Arahabaki. Or, more accurately, my own memory inside it. As you saw, we are one now. So Giacomo was connected to it while in cold sleep? How could they incorporate a living human into Arahabaki? Why are you so surprised? Do you know how many brains are living connections to Arahabaki? So it was a biocomputer comprised of brains like Babe. When our brains were being hacked at Arahabaki's secure site, and there was that weird brain field. It was all done by Giacomo. By you. It seems that way. The version of me that was in cold sleep used Arahabaki to generate the brain field in order to conceal this location. So you were connected to it from here, gathering all kinds of information over the last 2,000 years without anyone even knowing. I understand why you want to time travel, but that'll just create another entanglement. So what? I'll do whatever I have to do in order to time travel again. So you have no intention of helping us. Just listen, please. I know you have your reasons, and I know there's a whole lot going on between New Himuka and the moon. But we can't fix anything if the world ends. We need to make things right. We need to create a new future that won't bring about our destruction. This timeline isn't worth saving. I will change the past, and I will make it work this time. I understand that you want to save Alice, but that... Wie oft hat das schon gemacht? I don't need you to understand. Ach du Scheiße. Oh, Stufe 70. Come on. We're here because we've survived many battles. Remembering our experiences.
Wir hatten das letzte Mal schon gar keine Chance. Jetzt ist er noch viel stärker. Holy shit. Oh, come on. Ich schau erstmal rein. Ja, mach das. Gestern habe ich mir Resi 3 und Resi 3 mit, achso, die Variante, ja, okay, ist auch nicht schlecht, wo ich die 2 besser fand. Erzähl Valhalla gekauft. Viel Spaß mit Valhalla. Da bist du bis nächstes Jahr noch dran. Erzähl Valhalla zockt mein Mann auch gerade. Ah, okay, ja. Wie lange sitzt er denn schon dran? Wird doch eine Weile gehen. Cool. Aber erst wird am Wochenende Resi 8 weitergemacht. Ja, immer eins nach dem anderen. Jetzt kommst du durcheinander. Hat vorhin damit angefangen. Naja. Selbst ohne DLC ist es ein sehr, sehr langes Spiel. Ja. Na dann, viel Spaß. Viel Spaß. Von Wale habe ich in nächster Zeit immer noch die Schnauze gestrichen voll. Billy hat gut 2 Monate dafür gebraucht. Ja, dafür brauchst du echt lange. Weil die Brechstange suchen ist, ja. Oh, die Nachbarn erschlagen easy. Ja, die hatten ja einige Updates noch mit reingebracht. Ja, gibt schon ganz coole Fähigkeiten. Ja. Okay. Naja, versuchen wir es mal ein bisschen. Achso, Moment mal. Hatte ich jetzt hier noch was dazu bekommen? 8. Oh ja, warte mal. So, 8. Lass mal gucken. Was macht jetzt 4-4? Am meisten Sinn. Hirn zerschmettern, EP Bonus. Ja, komm, wir machen die beiden. So. Und dann das hier, komm. Passt. Können wir den jetzt hier überhaupt besiegen? Ist es überhaupt möglich oder ist das wieder so ein 5-Phasen-Stuf-Ding? Karen Travers. Oh, die Welt drumherum sieht cool aus. Wow, holy shit, der Typ. Ach komm. Wo ist er denn? Was? Ja. Ja, wie soll ich mit dem Blitz was machen? Oh, Eis hat er natürlich auch noch. Na klar. Stimmt, Eis haben wir gar keine Fähigkeit. Ich sollte mal was trinken. Okay, hier brauche ich vielleicht doch mal die Tabletten. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Wow, hast gar keine Chance. Okay, mit Hyperspeed komme ich ein bisschen ran. Oh, der Schnitt ist echt gut. Come on. Das letzte Mal habe ich, glaube ich, nur bis zur Hälfte kämpfen können. Wow, ich weiß noch gar nicht, was der alles drauf hat. Oh, die Welt ist mega gut gemacht. Renn doch hin zu dem, was ist denn das? Oh. Wow, selbst da kann er sich bewegen. Aber die Maske sieht cool aus.
Ah, mit dem Blitz. Wo ist er denn? Weg, 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 weg. Na. Ach komm. Okay, wir sind draußen. Gut. Ach komm schon. Jesus. Was ist er denn? Ach komm, mit solchen blöden Energiebällen. Wo ist er denn? Hier. Ah, schön reingefallen. Danke. What? Super. Oh, hier geht's echt ganz weit weg. Dong. War das ein anderer? Duplikaten und Teleport ist der echt fast unantastbar. Boah. Schnaps. So, jetzt haben wir mal so eine Tablette genommen. Echte? Ah, okay. Ach komm, kein Schaden. Geh weg mit deinen... Weg, 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 weg. Okay. Jetzt dreht er durch, okay. Rankommen. Ach du Scheiße. Oh. Okay, das ist keine gute Idee. Ach du Scheiße. Okay, das passiert also dann. Mhm. Schön runtergeschmissen. Oh, nice. Komm schon. Alle zusammen. Wow. Das hat jetzt aber richtig reingehauen. Gut. No matter how much you use your power alone, all it takes for us to use the SAS. Hmm. We won't let you get away with this so easily. Please, just talk to us, Karin. Shut up! You're all so endlessly annoying! What? Karin? Karin?
Na, gute Frage. I see. 2000 years. No. Thousands of memories and hopes. Nothing more than stepping stones to me. You, this world, and still. Ach du Scheiße. Wie denn mit den drei Phasen? Okay. Oh, was ist denn das? Oh, wow. Okay. You? Get ready. Wie, was? Das ist der jetzt, oder wie? What the heck are these things? It looks like it appeared from within Karin. Maybe it's his memories or feelings. Ich verstehe gar nicht, was hier machen soll. His brain made something as ominous as that. Aha. Aha. Ah, okay, okay, das können wir als Finisher nutzen. Achso, jetzt müssen wir ran, alles klar. Bringt das überhaupt noch was? Nee. Als großer Wagen-Fan. Okay, jede Figur müssen wir unterschiedlich freischalten. Support, Support! Okay, wenn wir den treffen, dann ist es unterbrochen. Ach komm, ne 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 ne, geh mir nicht aufs Schwein. Okay, uah. Okay, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Und? Tschüss. Yo. Okay, das war dope. Let's go. Trotzdem noch volles Leben. Ich hau einfach alles raus. Kraft des Nexus. Vier verschiedene Kombo-Visionen in eine Kombo aktiviert. Cool. Oh, die sind alle so unterschiedlich. Okay. Ach, come on. Boah, das ist aber schon mies, ey. Ach, komm schon. Scheiße. Okay. Hat noch geklappt, letzte Sekunde. Boah, das müssen wir jetzt jedes Jahr machen. Jedes Mal machen. Jedes Jahr. Komm schon, komm schon. Oh, das war so knapp. Nice. Okay, wieder hin, wieder hin.
Bleib mal unten. Was? Was machst denn du? Na, mehr kannst du gar nicht machen jetzt. Also was ich Kommentar schreiben soll, ist trotzdem ein möglicher Spoiler. Ah, okay. Na, dann nicht. Oh. Oh, Feuer. Oh, shit. Oh. Also wenn du bei solchen Sachen nicht weg kannst, das finde ich immer blöd gemacht. Ja, komm. Komm schon. Ach komm, wie soll ich das schaffen sonst, Mann? Leute, müssen wir was machen. Wir müssen mal aufhalten. Ach, wie soll das gehen? Ist doch scheiße. Okay, wir haben's. Immer dieses Hindern, ey. Oh ja, okay, das war gut. Komm schon. Okay, weg. Oh Gott, wer kommt jetzt? Du. Oh no, was ist das? Okay. So, Moment mal, ich komme gar nicht hoch hier. Ah, geh weg. Ach, scheiße. Warte. Warte, wie soll ich das jetzt machen? Was? Oh. Okay, der, aber... Das ist jetzt wieder ein bisschen blöd gemacht. Zum Geier, mach's mal los. Mann, ey, was ist denn das wieder für ein Scheiß? Okay, das kommt dann immer wieder, bis ich das geschnallt habe. Ja, aber ich kann ja gar nichts werfen. Oh, das ist scheiße. Geh weg! Ah. Ja, das ist blöd. Du kommst wieder gar nicht richtig ran. Das finde ich ein bisschen scheiße. Okay. Oh no. Mach doch mal. Ach, das ist doch scheiße. Wir müssen da hochspringen können. Ja, das ist wieder Bullshit.
Hau bloß ab hier, ey. Mann, ey. Wie willst du den Schaden machen? Wie? So ein Scheiß. Ja, das ist blöd. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Geh mal weg hier. So blöd gemacht. Vor allem ihr. Ein anderer Begleiter ist tot, ja. Wird zwar noch angezeigt, aber fehlt irgendwie. Oder ist irgendwo anders. Der Balken sieht hier nämlich leer aus. Hey Zwerg. Nee, das war ich. Ich bin am Handy, hab nicht aufgepasst. Ach so. Bin froh, dass der seit ca. 19 Uhr pennt. Bin nach Not zweimal kurz wach. Okay. Ja. Gleich wieder da.
Gekühlt schmeckt Schokolade am besten. Will mal kurz eine rauchen. Aha, okay. Wo soll ich die Energie herbekommen? Oh wow, hier geht's aber runter. Ja, warte mal. Ah, hier bekomme ich ein bisschen was. Okay. Geh mal weg hier. Mann, Karin, gehst du mir aufs Schwein? Oh, das ist doch nicht wahr. Na gut, jetzt ist eh schon wieder verschwunden. Ja, scheiße. Warum kann ich das da nicht ausweichen? Das ist so blöd gemacht. Oh, ja, ja. Ja, wieso? Wie willst du denn das machen? Oh, dann kommst du wieder ans Blitzding, ey. Das ist doch scheiße. Also, das ist blöd gelöst hier. Finde ich nicht so gut. Dann geht's kaputt, dann schaffst du es wieder nicht. Oh. Es muss eben immer irgendeine Stelle geben, die richtig beschissen ist. 26 Sekunden. Ah, oh, also das ist scheiße. Ja, danke, Arashi. Ja, mein Body. Ja, ja. Was musst du denn da wieder machen für eine blöde Strategie? Das gefällt mir gar nicht. Jedem Scheiß wirst du getroffen, ey. Kann ich das überhaupt machen? Da steht so da. Wut ist das. Mein Gott, ey. Dieser Scheiß. Ach, halt doch die Klappe. Ach, du bist gar nicht wiederbelebt von den anderen. Das ist aber nett. So ein Bullshit. Okay, das ist echt blöd gemacht. Ja, Tweety wird salzig. Ja, sowas regt mich auf. So ein Dreck. Gerade sowas springen ist in so einem Spiel immer mega schwer, weil von jeder Seite kommt irgendwas geflogen. Du kannst nicht lang genug in der Luft bleiben. Jetzt musst du garantiert diesen ganzen Shit nochmal machen. No matter how much you use your power alone, all it takes for us to use the SAS. We won't let you get away with this so easily. Please, just talk to us, Karin. Dir, ja. Shut up! You're all so endlessly annoying! Ja, deine letzte Stufe ist annoying. What? Oh Mann, ey. Tja, dann wird es heute wieder nichts. Bedankt euch bei der dritten Phase.
mentally prepared for that outcome. Or rather, my brother thinks that even himself is just a pawn to reach his goal. Du hast einen blöden Bruder. Vor allen Dingen muss man dann immer zwei Stufen machen. Das ist irgendwie seltsam. Ja, zwei Stufen muss ich machen. Zack. Was haben wir denn jetzt eigentlich zerstört? Das habe ich oben gar nicht gelesen. Weg. Was ist das für ein Spiegel? Ja. Ich hab doch die Rüstung an, oder? Nee, hab ich nicht. Jetzt hab ich's erst an. Ey, das geht viel zu schnell weg, Mann. Hab ich's noch? Ich hab's nicht. Na toll. Oder? Nein, ich hab's nicht. Mann, du kannst... Warum ist das so gemacht? In dem Moment wird er nämlich deine Fähigkeit genommen und du kannst gar nichts machen. Das ist echt scheiße. Vor allem wird es ja echt immer schlimmer, weil deine Ressourcen kommen nicht zurück. Ach komm, vergiss es. Hier, ich spring hoch und werde trotzdem erwischt. Das ist für eine Scheiße. Geh jetzt mal hier hin. Mann, Karin! Verpiss dich, ey. Aha, weiter kann sie. Oh, das ist so bescheuert, ey. Mann, Yuito, steht doch auf. Verdammt, ja. Kasane, danke. Keine Chance. Mein Gott, also das ist eine blöde Mechanik. Deine Ressourcen gehen zu Neige und du musst es immer wieder machen. Das ist so bescheuert. Warte mal, Teleport. Zeitlimit in Spielen ist sowieso immer shit. Oh Mann, das ist doch scheiße, ey. Wenn die Gegner nicht rankommen, das ist mit das Allerschlimmste. Ja, es ist wieder weg. Mein Gott, ist das bescheuert. Kann man das nicht überspringen? Ja. Also wirklich. Es gibt auf jeden Fall einen Punktabzug im Fazit, das weiß ich jetzt schon. Mein Gott, ey.
Ja, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Steh langsam. So, jetzt aber, komm, eins. Das ist wirklich blöd gemacht. Karin, geh mir nicht aufs Schwein. So, jetzt. Moment, was steht hier? Ah, war es jetzt weiß geschafft? Doch nicht? Er ist in der dritten gescheitert, ja. Ich hab doch gesagt, dass es drei gibt. Ah, denkst du mir. Auf jeden Fall ist es salzig. Das hört man, ja. Aber so richtig pissig ist er noch nicht. Hört sich doch noch relativ gelassen an. Da habe ich ihn schon anders erlebt. Ich ja noch nicht. Oh ja, sehr schön. Gute Zeiten erreicht. Ihr habt beim Reingucken. Dankeschön. Nicht scheiße, dritte Phase. Doch, die dritte Phase ist scheiße. Kack, ey. So, ich muss ins Schlafen gehen. Wünsche noch viel Glück, Twiddy, und später euch noch eine gute Nacht. Ja, wünsche dir ebenso gute Genesung bei deinen Kriegsverletzungen, ja. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. War jetzt auch nicht mal so lange. Ja, und dann bis zu einer nächsten Runde. Danke dir. Mach's gut. Bis dahin. Ja, bis dann. Ciao. Achso, hab ja nichts mehr. Was ist denn das ja eigentlich für ein Ding? Nicht schnell genug weg. Das ist doch immer noch gut. Was? Wieso kann ich das nicht erwischen? Ach komm. Nimm es. Jetzt machen wir erstmal Schutzrüstung an. Genau, Gamma, hau zu. Okay, das hat geklappt, sehr schön. So.
Oh ja. Okay, weg, weg, weg. So, jetzt, das ist die blöde Phase. Woher Energie? Oh mein Gott. Karin, verschwinde. Können wir den jetzt endlich mal killen hier? Ich hau alles raus bis jetzt. Weg, 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 weg. Was kommt denn jetzt noch, ey? Okay, also kann ich die maximale Fähigkeit aktivieren und kann das Ding mit einmal durchhauen. Das war natürlich jetzt ideal. Aber es kommt noch bestimmt anderes Zeug. Okay, du kommst jetzt. Wieder nicht ran hier. Okay, haben wir das? Im Antriebsmodus. Was ist gepackt? Jetzt müssen wir es doch packen, oder? Jetzt ist aber Schluss hier. Komm schon. Puh, schön. Doch noch gepackt. Gut, dass ich die Fähigkeit genommen habe. Glück ist mir das noch eingefallen. Wow. What is this? Everyone, be careful. Something's. Wow. What? Was haben wir denn jetzt? Sehen wir unser zukünftiges Ich? Danke. Hiermit haben Sie nun den Endboss besiegt. Dankeschön. Stufe 58 erreicht. Kin-Millionär. Über 200.000 Kin gesammelt. Wow. Oh, wir sind offline. I'm going to save you, Alice. I promise. Ach du Scheiße. What? Was denn das jetzt noch? What's happening? At this rate. No, calm down. Everyone is probably in the same situation as me, fighting somewhere. I can't let myself. Aber das ist alles hier.
What? Oh. Even if I'm here alone, everyone's thoughts are connected to me. I'm not alone. I won't lose to a soul enemy like you. I'll protect you, Yuito. Guess you can't handle things without me. Oh, wow. Snap. Oh, yeah. Okay. Ich kann doch hier. Hey, don't idle around. Now that I'm here, the tides have turned. The hero has arrived. Oh, wir wechseln jetzt alle durch. Oh, cool. Ach, hier habe ich die anderen, ich wollte gerade sagen. Jetzt bin ich unsichtbar. Na gut, dann macht er natürlich das. Hanabi. Das war der echte. Ausweichen. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt? So, stehen geblieben. Toll. Aha. Extra so gemacht. Wow. Okay, ich dachte schon, es ist abgestürzt. Holy shit. Weg, 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 weg. Wow, war das knapp. Was, wieso kann er das abblocken? Aha, das hat gesessen. Wow, okay. Oh oh, wow, was ist denn da hinten los? Wo ist er? Stimmt, die Gegenstände werden dann auch mit Feuer verbunden. Coole Sache. Hyperspeed und Duplikation. Wo ist er? Hier hinten. Ach komm, das war ein Doppelklingenangriff.
Weg, 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 weg. Dong. Ach, komm schon. Jetzt habe ich ihn. Gemeinsam. Stirb endlich. Oh no. No, no, no. Werde Yuito. Ich mach dasselbe bei ihm. Oder sowas. Ja, oder ein guter Tritt. Oh, jetzt hat's ihn richtig zerschmettert. I made it in time. Kasane! I owe you, Kasane. You saved my life yet again. No problem. I mean, it does seem like I'm drawn to you whenever you're in a pinch. Always have been, right? So it seems. Er lebt immer noch, das gibt's ja nicht. Yuito. Let's do it. Next time, I will not fail! Oh, jetzt geht's los. It's not just our power. It's all of our powers, working as a team, as one! Our bonds give us strength! Karin! Bringen wir die Zeit wieder in Ordnung. Abschluss von Jahrtausenden. Den letzten Kampf mit Karin beendet. Oh, der lebt immer noch. Not like this. If I lose here, it will all have been for nothing. I have but one wish in this world. And it is denied to me. Give up. You fought and lost. We're done here. You don't have to keep doing this, Karin. Yes, I do. I can still... Karin! Out of my way, Fubuki! Please! It's time to stop this. I never knew how much pain you bottled up inside. Damn you. Listen to me. Please, Karin. You've suffered long enough. I beg of you, put this burden down. Alice would never want you to torture yourself like this. Shut up!
Karin. The world is cruel. But you have to find a way to live within it. This world without Alice. You just have to accept it. You must. We both do. Live on. Live for her. Please, we need your help. I'll ask you once again. Come to the Kronos terminal with us and unravel the entanglement. I know the pain of never being able to see a loved one again, so I won't ask you to accept it willingly. But I can't let you have your way. I don't want to destroy the future of this world. You went back to the past repeatedly, since no matter how hard you tried, you didn't get the result you wanted. Think of the people who care about you. End this for their sake. Join us. Help us protect our future. Help us build a better tomorrow. So this is what they mean by the end. Then, that leaves me with only one choice. So you'll do it? I'll grant you your wish. However, are you sure you only want to close the Kunod Gate? You should have already realized its potential, Fubuki. You mean Kaito Sumeragi's plan to have the Kunod Gate consume the Extinction Belt? Oh, I see. We close the Kunod Gate, and at the same time take care of our other problem. But the plan my brother spoke of isn't feasible. I can't move the Extinction Belt with just my power. You mean our gravikinesis? He's right. Even with our combined efforts, we're not strong enough to do that. Use Ara Habaki. If it's a biocomputer, then it might be possible to raise the cap of your powers by connecting your brains through the SAS. It is possible. Ara Habaki has spent centuries running simulations. That shouldn't be a problem. You wanted to eradicate the Extinction Belt that turned Alice into an other as well. Will Yuito and Kasane's brains be able to withstand the extra output from Ara Habaki? It's too dangerous. If there's even the slightest chance we can do it, we have to try. If it's theoretically possible, it's worth testing. Then let's get ready. We'll need to pull some strings in order to use Ara Habaki. I'll look after Karin. We should head to the Kunod Gate. Does that make Karin my ancestor? I'll be right there.
So, das ist ja interessant, okay. Aber was ist mit denen, die dazwischen sind, zwischen den 2000 Jahren? Da gab es niemanden. You're copying our powers, but only because we're letting you. Don't make me regret this, Karin. Don't worry. I'll close the Kunod Gate. Arahabaki is ready. Karin should be ready too. We're gonna connect through the SAS to help you while operating the link with Arahabaki. Kasane, Yuito, we got this. We'll be supporting the two of you through the SAS as well. Let's all make this a success. This is going to tax all of you, but we need your help. I just know everything is going to work out. We can do it. We've been able to come this far because we've worked together. I've finished connecting Arahabaki. All right, let's start. Opening SAS connection to Arahabaki. Aha. Wow. So this is Arahabaki's. Just focus on the extinction belt. Give it your all. I'll take care of controlling Arahabaki. We've been connected to it for 2,000 years now. All right then. Do it! Karin! We trust you. If you want to save this world, then show me the strength of your resolve! Auf zum Mond. All right, we've got movement. The extinction belt is getting sucked into the Kunod Gate like we planned. Oh wow, the extinction belt is fading away. We did it. Thank you. The extinction belt's no longer a threat. From here, we can go directly to the Kronos terminal. Right. Keep your focus on the red strings. Now, finally, the last one. Ich hab's gewusst. I'll go to the past and find a timeline where Alice lives. No! You can't! Hold on! I told you to show me the strength of your resolve. This time, I won't claim Yakumo's life. The final entanglement will be eliminated. Karin, but that... You're going... to sacrifice...
your own life. This is it. One last jump through time. No, don't do this! Karin! Karin, I... What? This is the red strings. But how? Where did he... What just happened? Look! The Kunad Gate! Geschlossen. Beautiful. Does that mean... we... pulled it off? The Kunad Gate no longer seems to exist. Karin. Yeah. That flood of red we saw everywhere. That was the red strings, wasn't it? Which means... By traveling into the past, I wonder if we... changed the world for the better. More than just the Kunad Gate closing, you mean? Oh! Sorry about zoning out there, guys. Not used to the sky being pretty. Good to go, Haruka? I've been good to go for a while. Hurry up, Wataru. We saved the world, didn't we? We didn't just prevent the future apocalypse. We eliminated the extinction belt, too. Thanks to Karin, we won. Yeah. He made a new future. All of us did. It's beautiful. I wish you could see it. Puh, wow, das war Scarlet Nexus. Okay. So, ich lasse es mal ein bisschen hier durchlaufen. Und dann Fazit. So, genau. Dann bisschen kürzer. Ach ja, und YouTube. Niemand kann ahnen, dass diese Musik jetzt hier kommt. Ja. Schaltet euren Verstand ein. Ja, bis gleich. Was? Achso, bist du mir böse, wenn ich beim Fazit schon im Bett liege? Nein, nein, nein.
spring in dein Bett hinein. Also, ein bisschen kürzer. Say
Okay, so this is what we could find out. We'll need to do a more thorough investigation, but most of it coincides with the history we know. But there's... Major General Fubuki, we've received several reports from all areas that the extinction belt has dissipated. And the Kunad Gate suddenly disappeared. What in the world happened here? I'll send a detailed report later. First, we need to contact the New Himuka government. Fubuki! You're here too? Alice? What? Why are you so startled? Oh, you're with them too, Hanabi? What? Alice. It's you. Wait. If you're here, then what about... Then what about Karin? Karin? I don't know him. Do I? I was thinking of going to Kunad Highway tomorrow since it's ready. I'd be happy if you'd all join me. So, okay, hier wird schon wieder weiter geblendet, okay. Was ist jetzt hier noch? Abschließendes Gespräch. Oh, Yuito! Sorry, am I late? Major General Fubuki isn't here yet. Well, let's hang out until everyone gets here. The weather's nice enough. Hm. Okay. Oha. These cherry blossoms are as beautiful as ever. Hm. Even though history changed, Seto and Nagi, their deaths weren't erased. No. I'd be lying if I said I wasn't hoping for a miracle. But I guess I need to face reality. Mm. Danke. Anyway. Haben wir eben nachgesehen, wann der Bäcker morgen aufmacht, falls ich Hunger haben sollte. Okay. Stimmt ganz zeitig. You're always worried about other people. I think that's amazing. You're still the same. You always look for the best in people. What? That was sudden. I'm embarrassed. You took me in after my mistakes and showed me the right way. I'm grateful. I'm grateful to you too. You were always saving my butt. Also, I think you and the others guided me a lot too. So... I guess that means we found a path we could take together. I see. Maybe Yuito Platoon felt so nice because you were the one in charge. You could call it a family. I don't have any family left, but the warmth I felt in the Yuito Platoon was just like it. Family? Then I guess you'd be the oldest brother. I'm basically the same age as Chairman Sumeragi. Oh, but your body is still young. You decided to stop acting old. Right.
I still have a lot of life to enjoy. Don't make it sound like a chore. 6:30 ist ein wenig spät, wenn ich um 7:10 den Bus nehmen muss. Ah ja, We should go to that gyoza place again. I registered. Na, sei denn, du kannst es mit dem Sprung verbinden. You too? I actually registered on the app as well. Okay, let's go try out some of the new stuff on the menu next time. Okay. It seems that you and Kasane have something to do with the fact that we're the only people who realize that history has changed. When the world was altered, we were connected to Red Strings users through SAS. So we became observers as well. Well, it's all speculation. Okay. Regardless, that time travel power is incredibly strong. If history was going to change, it could have made someone else head of PR. I'm beat. You do seem pretty busy lately. You're booked for constant interviews, so you don't have time to slack off. If you understand, then take over for me. I really am going to quit being the PR person. I mean it. You say that now, but the fact that you're going to keep working in the OSF means that you're worried about Major General Fubuki. Oh boy. You really do have some obsession about siblings. How many times do I have to tell you I don't care about my brother that much? Obsession. Well, I'm a younger brother, so maybe I want to dream. Are things not going well with former Chief Kaito? The thing about family and siblings is that you can't cut ties that easily, even if you hate them. And sometimes, those ties aren't cut when you thought they were. You know what I mean, right? So sometimes it works out, sometimes it doesn't. I see. Those are some grim prospects. Yours aren't as complicated as mine. So you should help out Major General Fubuki. When the timeline changed so that Alice was alive and Karin never existed, I think it's been tough for both Luca and your brother. When the timeline changed so that Alice was alive and Karin never existed, I think it's been tough for both Luca and your brother. Ugh, good grief. Are you trying to say that since you're a younger brother, you understand people who have older siblings who make their lives difficult? Well, more or less. I'm sure you didn't need me to point out that you and Major General Fubuki have a special bond. You're such a dreamer. We don't have anything like that. Besides, Fubuki isn't a kid. He decides how he wants to handle this history. I may be his sister, but it's not my place. I see. Yeah, you're right. Maybe it's none of my business. God, you never change. You're frustratingly good-natured. You know, you should be worrying more about yourself. Really? But that is also your strength. It has to be exhausting, though. No, don't worry. I don't plan on quitting the OSF for now. Fubuki isn't even part of my consideration. There's a lot of benefits to a stable job once you learn all the tricks to slack off. Okay, got it. You're staying because of Major General Fubuki. That's a relief. Good on you. So you're going to pretend you didn't hear me. You might actually have what it takes to be a politician. Immer noch nicht blöde Befehl. Ich würde doch nur wissen, was als nächstes kommt. Das ist noch die Liste vom letzten Mal. Ah, wieder rumgebastelt irgendwie. Ja. Ich werde demnächst nochmal reinschauen. So, wen haben wir noch? Vielleicht schaffen wir es noch bis halb. Na? Mann, Luca, ey. Luca, kann ich nicht sprechen? Was? Doch, jetzt geht's. Ah, scheiße. General Fubuki ist late. Maybe we should contact him. By the way, don't you want to talk to Ja, Luca ging ja jetzt gerade nicht. Jetzt habe ich dich angeplappert. You should.
Ah, okay. Jetzt geht's. A world where Alice is alive. This is what Karin wanted. Though it is only in hindsight. Erzählst du es wenigstens aller besten Dank der Welpenpflege absetzt? Weiß ich selber noch nicht. Muss ich noch mal ein bisschen gucken, aussortieren. Weil bei einigen ist noch die Veröffentlichung noch ein bisschen in der Schwebe. Aber vielleicht kann ich schon was am Wochenende sagen. Wenn nicht, dann erst nächste Woche. Bis dahin wird es vielleicht wieder mal Sonderstreams geben. Mit Entspannung. What my brother did, I believe it was wrong. Okay. I think I felt his thoughts for a moment at the end there. I don't agree with him, but for now I am trying to accept this world. By the way, did you have your brain examined? Yeah, my power was acquired, so they said I have a very high chance of losing it. I see. Don't look so down. I said I don't care about it. I'll be all right. You really are strong. I must bolster myself so I don't fall into despair. You climb the mountain with me, so I can't look glum in front of you. You don't have to pretend to be happy. Karin was... I know. And I appreciate that. However, I want to push my limits here. The fact that my brother vanished is confusing. But whatever this world is now... I did have a brother. If this is the world my brother wished for, then I want to watch over it and be a part of it as well. I want to be strong for that. Stronger than him. Yeah. Even if Karin was the one who created this current timeline, it's up to us to create the future. Are you planning on retiring from the OSF? Nothing gets past you. I've already put in my request. I'll be back to being a civilian after I take care of a few things. I can't stay in the OSF if I lose my powers. Even if you didn't lose your power, I think you would have still chosen retirement. In order to protect this country differently from the OSF. You think so? You might be right. 12 Wochen fange ich an meine Tasche zu packen. Okay, ja. Alles vorbereitet. We will both do what we can to create a better future. I want to use this given power to carry out my duties in the OSF. Even if it was given to me, I should use it to the fullest. I've come to terms with the many parts that make me who I am. You truly are a Septentrion. So reliable. I'll keep doing my best too. We might be going about it differently, but I'm sure we're striving for the same future. Oh. It is important to maintain your physical health after your retirement if you're going to accomplish something significant. I can help you come up with a training regimen. So that part of you hasn't changed. You really are amazing. Okay, don't make it too tough though. Wenn achten geht es ja in den Urlaub. Ja. Genieße es. Major General Fubuki is late. By the way, don't you want to talk? Ja. You should. I was thinking maybe I would apply for the Lunar Surface Survey Project. I want to see how people lived on the moon. Ja. Then maybe I'll sort of understand what Togetsu was trying to do.
Mhm. Telepathy probably won't reach here from the moon. I wonder if Wataru will cry because he misses me. Auch wenn es nicht weit weg ist, eine Stunde im Auto. Ah, okay. Muss ja nicht immer ganz weit weg sein. Das ist schon mal wichtig. Even without my power or SAS, I'm still connected to my brother and everyone else. It's like an ability that's more than a power. Okay. It looks like the cryogenic sleep chamber stopped functioning when Babe went down. Yeah. My old associates were taken into custody by the government. Well, they can't do anything without Babe anyway. I'm in a pretty bad spot too. Well, I guess it's obvious they're suspicious of me as well. There's also the thing with Chairman Sumeragi. I'm on release without indictment, hunting others for now, but I'll probably be arrested soon. I see. Don't look at me like that. I know you want to say I told you so. I want you to pay for what you did, but I don't feel smug about it. You're one of us, even if you did some bad things. Don't you find it hard to live with that personality? I managed to make it to 16 like this, so no. That's true. So what are your plans now? I'll retire. I won't be able to stay in the OSF if I lose my powers. Besides, there's a bunch of stuff I want to do. Then come visit me if I get thrown in prison. I'd like to know how things are going and how Sugumi is doing. Okay. My brother might get caught too, so I can visit you when I visit him. Hey, am I just an afterthought? I'm kidding. Besides, Major General Fubuki said that your sentence would be lighter because of everything you did to help. That's why instead of worrying about what will happen when you're caught, you should worry about what you'll do after. After that? I'm sure I'll be discharged from the OSF. I heard the Lunar Surface Survey Project will be going forward, so I'll probably help with... No, it's still a little too hard to go back home to the moon. I'll probably just stay here and clean up the Togetsu mess. I've been on Earth for a while, but I've done so much lying in my life. It might be good to finally live honestly for once. Then teach me about politics. Why me? Do I look like I'd be good at it? Weren't you the commander of the colonists? I looked it up after Kasane told me your real name. You're actually really good at politics. Aw, man. It sucks to have so much information about you etched in history. Well, I'm tired living a life of lies. It might not be so bad being your tutor. Mm-hmm. Genau, man muss nicht weit wegfahren, fliegen, um gut Urlaub machen zu können. So ist es. Nur leider verstehen das so viele nicht. Aber hey, vielleicht sehe ich ja Quarki wieder. Wir warten jetzt nochmal Quarki. So, wen haben wir denn noch? Blue sky is beautiful. The sun feels warmer than before somehow. I'm sure the animals are happy the extinction belt is gone too. We have to put the hideout's potted plants outside sometimes. Kagura helps me with that. Katze, mir ich letztes Jahr angebandelt habe. Ah, so. Hm. Kannst ja Snack mitbringen. So, did you help with the hideout's plants? Oh yeah. Sometimes I put them out. Give them water and nutrients. Was that bad? No. I'm glad you took care of them, even with everything that's going on. It's because you wahrscheinlich eigentlich ein Frosch werden wollte. Those bathophyllum buds are getting pretty big. I'm glad. Eine Quarkkatze. Yeah. I'm just glad that they can bloom at the hideout. That's not it. I was glad to stay in your platoon. What? Oh,
You mean when Major General Fubuki said he would reorganize us? Yes, I was a little worried then. Of course, I decided to stay in the platoon after some careful consideration. That decision was about parting with the OSF. I don't handle change very well. Vielleicht ist sie ja da, kannst du Bilder machen. You still came with us. Thanks. It was really reassuring when you decided to come. I need to thank you too. You've given me so much courage. You became my friend and told me I can be who I am. You're making me blush. I barely did anything. I wish I could be in Yuito Platoon forever. But that won't happen, right? Yeah, I'm sorry. I won't be able to stay in the OSF if I lose my powers. And besides, there's a bunch of stuff I want to do. It's important to do what you want. It's a little unfortunate, but we'll still be friends, won't we? Of course we're friends. And student-teacher. You're like the sun to me, Yuito. What? Because plants need sun to grow. Even if you leave the OSF, I know you'll be working hard somewhere. That's enough to keep me motivated to grow. Then you're like the soil to me. The land, earth. Even if we're not in the same place, let's do our best where we are. Let's have a competition to see whose flower will be prettier. I won't lose. Schön. The history we know only exists in our heads, right? I think we should make a memorial before our memories fade. I'm gonna write down the history that we lived in a historical novel. It'll just be fiction to the rest of the world, though. I'll need your help, too. Of course, I'll do everything I can to support you when you need as well. Just like always. Even if you quit the OSF, that won't change. This is just between us, though, okay? Aww. Okay. In this history, it wasn't Karin that started a rebellion with Sayron, but another OSF soldier. He's a known veteran, and I recognize his face. But I don't think he's an equal to Karin. However, history is taking almost the same path. It's something that's beyond human comprehension. Ja, im Fazit wird wohl nichts mehr. Oh yeah, I heard you've been having some trouble. The crows are all over you. It's my family. Now that Kaito is out of the government, the press has turned on him and are just saying whatever they want. Since I was part of the operation that got rid of the extinction belt, they've been hounding me. It's the same with you, right? That's true, but you have the advantage of being a Sumeragi. Public opinion and the press just latch on to what's easy to understand. Most people don't try to see what's really going on. Oh, are you actually worried about me? That's not what I meant. I was just checking because it wouldn't be good if it got in the way of our missions. I'm fine. It's not like I'm being chased around by the crows all day, every day. Things will settle down eventually. Oh, but I might already be retired by then. I see. If you retire, you'll be a civilian. Weak. You can sit and watch me climb the ranks. You don't change, do you? Though you're right. I won't be able to fight the others anymore. I won't be able to go watch the thunderclouds outside the city like we did either. Apparently, New Himuka's climate changed after the extinction belt disappeared. We might get a chance to see lightning up close again. I wouldn't be opposed to taking you. You can thank me later. Wow, conceited much? It would be nice to see them with you again. Yuito,
Chairman Sumeragi, your father? This new history didn't change what happened to him. The sins of Togetsu didn't change either. I plan to atone for assisting them. I hope I can help with the dismantling of Togetsu as well. What are you going to do? I heard you were retiring, but what about after that? Oh, you heard already? Of course. I was the leader of Kyoka Platoon, so I'll hear things amongst the command. Right. For now, I'd like to do some studying. I also have to clean up the scandals around the Sumeragi name. Oh, then I might be able to help you, too. Huh? What do you mean? I also plan on retiring once things calm down. Since I'm testifying to what Togetsu did, it would only cause trouble if I stayed in the OSF. I see. I guess that's what it means to bring what Togetsu did to light. If I leave the OSF, there won't be anything tying me down anymore. I think I can also convey the efforts Chairman Sumeragi went through to protect New Himuka. But why? Even if you feel responsible for Togetsu, what my father did... Is Wakana being happy not a good enough reason? My mom? You mean when you were monitoring my mom? Yes. Chairman Sumeragi certainly took part in some inhumane activities. Even if it was allowed politically, he can't be forgiven. But that's not everything Chairman Sumeragi was. He got in the way of Togetsu. He was assassinated because he tried to protect New Himuka from Togetsu. I'm sure of it. The chairman's merits and demerits should both be made public. That should be detailed in Togetsu's materials. I didn't think anyone would look at it that way. I'm glad. To be honest, I was a little depressed about it. Because some people say the Sumeragi family was controlling New Himuka for their own interests. My father and brother did some horrible things. That shouldn't be all. It should all be brought to light. I'll help you do that. Thanks. Even if it's the hard truth, I'll face it head on. Mhm, okay. Aunt Alice is really nice. But there are still times I just don't know what to say to her. Oh, my mom and dad left a message. They told me to invite you for dinner. Food tastes better when you eat with friends. It's just like when we were little. Ja, ja, schmeckt alles besser. Oh, I heard you put in your resignation. Yeah, I made up my mind. Once everything calms down and the OSF is back to business as usual, I plan to retire. So it's really true. Well, I'm sure there are so many things you still want to do. Do your best in your new life. I'll do my best in the OSF. I guess, well, we should both do our best. I guess that's a good summary, but you're right. I mean, I feel safe leaving the OSF in your hands, Hanabi. Really? I'm not good enough. Hat er gerade zu Navi gesagt? On me, and there are so many obstacles I need to overcome. But I'm confident that I won't give up. I know. It's not easy trying to live up to your ideals, but I know you can do it. Thanks. Just watch. I'll prove I can. And I'll be watching you too. Yeah. Oh, didn't you say you had something to tell me? I can't say yet. But be ready, because I will tell you someday. Once I become the person I want to be. What do you mean, be ready? I don't really understand. But I'll be waiting until you say it's time. Okay, okay. Gut, dann haben wir alle durch. Ich spreche noch kurz mit Kasane und dann müsste er eigentlich kommen und dann ist Schluss. Major General, by the way. Ja, ja, ja. No, I'm good. Plötzlich kommt er, ja.
When's the last time everyone got together like this? I'm glad to see nobody's changed. It hasn't been that long. I've been so busy I actually lost track of time. Man, I need a break. That makes sense since you've had to deal with the media every day. Seriously, good work. It appears there hasn't been much change with the others in this area. While new others haven't appeared since the extinction belt dissipated, it's not like the ones already here just suddenly went away. Yeah, looks like I won't be retiring anytime soon. That's right. We need to keep protecting everyone. I heard they're going to change the other reports to a system that tracks them on the surface. It looks like things are going to start changing around here, little by little. All right, let's do what we came here to do. That should do it. I want to thank everyone for coming today to honor him. So we're the only ones who remember Karin. The world changed, but we weren't affected by it. Erasing his own existence like that? I never would have thought he had it in him. Maybe it was the price to change the world the way he desired. Although I'm sure he doesn't look at it as paying a price. Why do you have to go off and make me an only child? He will exist as long as we remember him. We know that he was here in this world. Yes. Well, are you guys ready to head home? I wouldn't mind taking out a few others around here on our way out. Ugh, such the diligent soldier. Who in their right mind asks to do more work? Yuito. How are your powers? There haven't been any big changes so far. I'll stay in the OSF a little while longer, then retire once everything calms down a bit. And after that? Well, I've got a lot on my mind in terms of what I want to do. It might sound conceited, but I want to change the world so duds like me have a place in it. I'd also like to face what my father and brother have done. I'm a member of the Sumeragi family, after all. And there's the other particles as well. Other particles? The extinction belt is gone. Yeah, but it's originally from space, right? It could appear again someday, since we didn't get it at the source. That's why I think we should study the other particles more closely, so we can eventually prevent, or even cure, metamorphosis. I had no idea. Ja, alles klar, macht das. Danke, dass du dabei warst. Schönen Start. Und irgendwas beim Bäcker. Sounds that way, huh? Although, was Gutes findest. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. From what I've seen of you lately, ciao. I bet you'd be good at it. What? Really? I don't know if it'll suit me, but I'm thinking about going to college. I want to study politics, and not because of who my dad was. I want to change New Himuka. You've made your decision too, haven't you? Yes. I've decided to go. There. Ach, sie will auf den Mond. Haha. To the moon. Kann nämlich gut sein, dass sie in den nächsten Minuten einschlafen. Ja, alles klar. But at least I can always look up at night. Every one of us is born alone. But even though we're alone, we can connect with each other. Where we are doesn't really matter. Kasane. I'll keep living, no matter what.
Oha, verbunden. In die unbekannte Zukunft. Ende des ersten Spieldurchlaufs erreicht. Ja. Das werden wir jetzt gleich mal hier drauf speichern. Yuito abgeschlossen. So, Yuito, Stufe 58, manuell 23.07.36.3, Spieldauer 57 Stunden, 49 Minuten, 41 Sekunden. Cool. So, da haben wir das. Phantomkunstdokument Phönix plus Motte erhalten. Kann im Laden gegen Objekte eingetauscht werden. Eintauschen. Neues Spiel plus freigeschaltet. Zusätzliche Spielabschlüsse. Wenn du das Spiel entweder mit Yuito oder Kasane abschießt, wird auf dem Titelbildschirm neues Spiel plus angezeigt. Darüber kannst du das Spiel noch einmal spielen, behältst dabei aber deine Stufe und Objekte. What? Wenn ein abgeschlossener Spielstand geladen wird, startest du wieder im Versteck. In jedem Gebiet gibt es weitere Auftraggeber und du kannst an besondere Missionen annehmen. Mhm. Okay. Ja, so viele Stunden kommen sehr schnell zusammen. Was haben wir hier oben? Ach so, das ist das Titelbild. Hm? Oh, er hat noch das andere Schwert jetzt genommen. Ja, gehen wir von den Ladies. Das war das Live-Let's-Stream-Projekt hier bei mir auf dem Kanal mit mir am Gastgeber Twitcher live aus der Gaming Lounge zu Scarlet Nexus. Ja, und ich muss sagen, das Game hat echt gerockt mit Style. Hat richtig gefetzt. Viel Spaß gemacht. War schön abgedreht, schön bunt. Viele interessante Charaktere. Story war auch recht interessant. Und ja, wie gesagt, der Kampfstyle, die Möglichkeiten, was sich dann über die Spielzeit, Spielwelt entwickelt hat. Es kam immer wieder was Neues dazu, war sehr abwechslungsreich, war sinnvoll verknüpft. Ja, was aufeinander aufgebaut hat. Klar, man konnte natürlich jetzt in einem Durchgang nicht alles freischalten, aber das ist eigentlich meistens so, dass nicht alles hundertprozentig durch ist. Ja, coole Optik, auf jeden Fall viel Wert auf die Charaktere, Animationen, Fähigkeiten gelegt, drumherum, ja, ein bisschen abgeschwächt. Das merkt man dann immer, wo der Fokus war. Auf jeden Fall sehr coole Optik dazu, so in dem Anime-Cell-Shading-Look. Wir sind ja noch bei Version 1.02, Update gab es noch nicht. Da komme ich auch zu den Punkten gleich, was mir nicht so gut gefallen hat. Manchmal dieser Fokus oder dass man dann irgendwie hängen blieb. Zwei Abstürze gab es direkt. Einmal so einen kompletten Absturz und dann mal so ein Einfrieren. Ja, Software ist neu, Hardware ist alt. das war natürlich dann schade, weil manchmal ist es ja an ungünstigen Stellen, was das Speichern betrifft. Bis auf diese zwei Punkte lief es wirklich butterweich und sauber durch. Aber wie gesagt, ein Update wäre noch ganz cool gewesen für diese Aufschaltung. Man hat zwar die Option gehabt, das umzuschalten. Ich habe das dann irgendwie wahrscheinlich ein bisschen vergessen. Dann habe ich das losgelassen und nochmal fixiert. Das geht dann auch als Alternative. Mein Gott. Und ja, dass man dann mit gewissen Techniken wirklich komplett vorbeigeschlagen hat, obwohl es dann markiert war, wäre es besser, wenn man direkteren Fokus hätte. Das hätte man mit dem Update mit Sicherheit beheben können. Aber da kommt ja wahrscheinlich nachher irgendwas, wenn ich es nicht mehr brauche. Sehe ich gerade die Symbole? Das sind irgendwie Schwerter. Ah, interessant. Story, wie gesagt, war komplex in gewisser Weise, dass man natürlich einen gewissen Fortschritt braucht, um das dann zu verstehen. Aber cool gemacht, wie das alles zusammenhing. Wir sind weit gereist. Von der Zeit war es schon ein längeres Game. Ja, nicht übertrieben lang, aber schon länger. Und ja, zur Verbesserung, wie gesagt, nichts, was es da
der Update nicht umgesetzt werden könnte. Mit dem Hängenbleiben oder das eben mit der Fixierung. Kamera hat ganz selten mal gesponnen, auch beim Festschalten. Und ja, am Anfang, wie gesagt, ein bisschen überwuchtet mit den vielen Optionen unter Menüs. Aber man kommt auf jeden Fall rein und holt sich dann nur das Wichtigste. Das ist dann kein Nachteil. Ja, und ist es dann besser als Code Wayne? Ich finde es schon besser. Es hat mehr Style, mehr Abwechslung. Und es ist aber schon in gewissen Zügen ähnlich, was so diese, ja, die ganze Spieltechnik, Gameplay-Dynamik betrifft. Ist es schon ähnlich. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen moderner, ein bisschen abgedrehter. Aber es gibt viele Parallelen. Ja, also wer, wie gesagt, auch Code Vein vor einigen Jahren, könnte man schon fast sagen, gespielt hat, der findet immer wieder Parallelen, was die Kämpfe betrifft. Und mit der Optik, mit den Waffen, mit den Anpassungsmöglichkeiten. Ja, ich denke mal, es ist ein ganz guter Mix zwischen Ähnlichkeiten und Andersheiten. ansonsten, ja, habe ich das Game sehr genossen. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Wenn in der Zeit noch das Update oder so gekommen wäre für die Verbesserung, was ich immer mal geäußert habe, wie auch jetzt, hätte es bestimmt noch eine höhere Wertung bekommen. Aber ich gebe dem Game 8,5 von 10 Twitcher-Sternen. Mein Gott, ist das nervig. Ich ziehe gleich einen halben Punkt ab. ja, irgendwann soll ja dieser Anime rauskommen, den man jetzt hier immer mal sieht. Noch in der Anfangssequenz. Aber 8,5 von 10 Twitcher-Sternen. Definitiv verdient. Sehr, sehr cool. Und wie gesagt, man muss ein bisschen reinkommen. Ja, gerade am Anfang diese Kombis, die dann immer noch komplexer werden, wo man wirklich sehr schnell sein muss. Vor allen Dingen dieses Ausweichen und Kontern. Das war wirklich zu meistern. Das habe ich wirklich gegen Ende. Hat es vielleicht 5-mal um den Dreh wirklich gut geklappt, ausgewichen und dann direkt im selben Moment zack nochmal gekontert. Da musste man sich wirklich an die Bewegung gewöhnen, wie man was in dem Moment auch in welche Richtung drückt und umschaltet. Das war dann ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, am Ende dann noch gemeistert. Ja, ja, ansonsten kommen wir dann, wie gesagt, Stück für Stück gut rein. Und man kann das Game auch ganz gut zwischendrin genießen, weil das ja stellenweise schon, ja, Filmcharakter hat, so dass man dann eben, ja, sich auch mal zurücklehnen kann und mal hören, was sie so reden, weil das trägt ja alles zur Story bei. Wenn man da ein bisschen was verpasst, weiß man nicht, wer was wie wann gemacht hat, wie man sich entschieden hat, und das ist auch mal ganz gut. Und man dann auch nochmal einen eigenen Genuss mit. Ja, es gibt zum Glück mehr Positives zu sagen als Negatives, was natürlich immer sehr schön ist. Soundtrack ging auch voll in Ordnung, war auch an den Stellen akzentuiert, da wo es hin sollte. Ja, manchmal war es, wie gesagt, durch den Kamerawinkel ein bisschen unübersichtlich, aber das war wirklich, wenn man vielleicht 5 bis 7 Gegner auf dem Bildschirm hatte. Sonst war es immer ganz gut. Und man konnte dann über die Zeit dann alles umsetzen. Und wie gesagt, es lief halt wirklich Hand in Hand über, gerade mit dem Freischalten, was man machen konnte für die einzelnen Personen. Einige Sachen waren dann natürlich gleich, dass man sich gut dran gewöhnen könnte, und jeder hatte dann nochmal seine Spezialfähigkeiten umschalten. Es war schon, ja, war schon ein schnelles Game, gerade auch im Kampf. Und man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, wie man kämpft, dass man dann genug übrig hat für den Kampf.
So. Ja. Ich denke, das rundet es nochmal ganz gut ab. Und damit schließen wir jetzt das Projekt wieder eins in den Büchern mit Scarlet Nexus. Ja. Cooles Game. Japanisches Game. So viel zu halb. Ah, ja, ja. Hättest du das Fall nicht auf morgen verschieben können? Das hört sich schon nach sehr ausschweifend an. Ja, so ist es immer. Das ist schon 15 Minuten drüber. So. Gut. Ja, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Ideen dazu habt, dann immer noch mal mit rein oder dann in die Kommentarsektion. Das war's jetzt. Vielen, vielen Dank für alle, die bei dem Projekt beigewohnt haben und im Hintergrund, im Vordergrund, ja, an die Inventarleute der Gaming Lounge. Besten Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns bei dem nächsten Game oder bei dem nächsten Sonderstream wieder. Und ja, danke für die Unterstützung in jeglicher Form. Kommt gut durch die Nacht. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bin jetzt draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Twitcher live aus der Gaming Lounge. Und